So, hoho an alle Spieler im Trend. Ich habe jetzt also eine Gruppe gefunden für diese Seele der Ahnen. Und die farmen anscheinend hier gerade zufällig diese Schamanenspäne. Mal schauen, wo die jetzt sind. Hier müsste rein theoretisch was sein, aber ich glaube, das ist im falschen Channel. So, jetzt Sorsha ist hier. Im Channel 2, ich habe einfach zu Channel 1 gewechselt, im Chat geschrieben, im Zonen-Chat. Yo, 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 wer hat Bock auf den Boss? What's up, Schilling is in the house? So, auf die Art. Und wo ist er jetzt? Wo ist er jetzt? Der war doch hier. Komm jetzt, sag mir nicht, na, eben hier. Sag mir nicht, dass ich jetzt eine Gruppe geholt habe und die sind, der Boss ist dann nicht da. Das wäre peinlich. Das wäre ziemlich peinlich. So, aber die brauchen anscheinend noch ein bisschen, bis die daher pilgern. Dann schaue ich mal hin, wo sind denn die anderen? Wow, jetzt habe ich einen. Ziemlich viel Agro hier. Bam, Geisterrüstungen ohne Ende. Holla, die Waldfee. Die sind alle im falschen Channel, beziehungsweise ich bin im falschen Channel. Obwohl ich eigentlich im richtigen... hier gibt es ja wirklich eine Instanz. Habe ich mir schon fast gedacht. Beziehungsweise eigentlich, ich bin ja im richtigen Channel, wo der Boss ist. Andrea ist in der Nähe. Andrea, wo bist du? Boah, ich kann hier gerade nicht ziemlich... wirklich nicht... Boah, so viele Gegner. Jetzt verstehe ich, wieso man hier farmen kann. Wo sind denn die geschwollenen... So, ich werde gefragt, ob ich Bock auf die wiederholbaren Späne habe. Hab die Quest noch nicht. Sorry. Sorry, sorry. Sonst gerne. Bam, hier sind die Wilden also. Das sind einige. Level 49, 51, 47, 47. Das ist ja mal eine gut aufgestellte Truppe hier. So, hier ist die Seele. Ja, sind jetzt schon alle da? Okay, ich glaube, es sind schon alle da. Aber ich habe ja... Ich bin ja eigentlich ein Dummbatz, oder? Ich kann ja hier einfach drüber fliegen wie ein... Wie ein Boss, like a Boss. So, hier ist die Seele. Wo ist die Seele? Wo ist meine Seele? Wer hat meine Seele gestohlen? Meine Seele, meine Seele, meine Seele. Hier ist sie. Und wo sind die Leute? Ah, okay, die kloppen hier schon. Dann mal runter wieder. Ah, okay. Zwei Leute sind da. Wow. Jetzt hoffe ich nur, dass ich nicht das Falsche pulle. Hier muss man nämlich echt aufpassen. Ich nehme die Gegner nämlich immer mit Tabulator ins Visier, den nächsten. Ich klicke hier nicht mit der Maus. Das finde ich irgendwie zu complicating. Zu complicated. Oh, okay. Die haben die schon gepult? Nein, haben noch nicht gepult. Bereit. Plus. Hoppala. Wer ist der Tank? Sorsha, Level 47. Und es wurde gepult. Hui, ziemlich viel Leben und die macht Area of Effect Sachen. Das heißt, ich bleib mal lieber hinten. Genieße die Aussicht von ganz hinten. Schade, fast wäre meine Wildheit. Jetzt kommen die anderen Gegner schon wieder. Fast wäre meine Wildheit wieder da. Aber eben leider nur fast. So, Egel, komm, du hast volle Energie, mach auch mal was. Andrea, Level 49er Schützin, hat Agro gezogen. Andrea! Stirb nicht! Tu es nicht! Ziemlich viele Geisterrüstungen. Oh, ich versuche dir dann mal welche abzunehmen. Andrea, nein, Andrea! Der Gegner ist fast down, der geht fast down, down, down! Oh! Verbesserungsstein Klasse D. Oh mein Gott, und ich hab's bekommen! Wow, 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 wow! Und was gab's noch? Ein Set-Teil, glaube ich. Yo, da hatte ich jetzt echt Glück. Ich bin immer so ein Lacker. Hier, drei Leute da und ich bekomme natürlich das Item. Cool, danke für die Hilfe. Sage ich jetzt einfach mal so, obwohl eigentlich, ja, wie auch immer, hätte ich ja den alleine wahrscheinlich gar nicht geschafft. Ja, das war dabei. Wow, 30% Abwehr. Das ist geil. Das ist geil. So, ich schreibe mal, muss noch andere Kuhs machen. Hab Späne noch nicht. Und bin im LP, so. Also, ich fliege jetzt mal schnell rüber. So, wieder zu diesen komischen... Ich müsste eigentlich gleich diese Quest bekommen. Aber es ist auf jeden Fall gelohnt, die alte Seele. Verbesserungsstein, Klasse D. Nice, nice, nice. Das sind jetzt schon die höherwertigen. Die braucht man dann auch schon für die höherwertigen Items. So, das heißt, ich... So... Gehe ich raus aus der Gruppe oder bleibe ich noch kurz? Weil ich weiß ja nicht, wann es diese Quest gibt. Wäre ja ideal, wenn ich da jetzt mit denen gleich ein, zwei Mal diese... Boah, Egel, komm! Der Egel, der braucht immer eine Extra-Einladung. Ich verstehe das nicht.
Egel, Egel. Halt dich an die Regel. Gibt's ja nicht. Der braucht wirklich immer eine Extrawurst. Okay, wenn ich jetzt nämlich schon so eine Supergruppe habe, da wäre ich ja blöd, wenn ich die jetzt verlasse. Ich bleibe nochmal kurz drinnen. Schau nochmal, sammle jetzt schnell diese Kämme. Vielleicht gibt's hier wirklich gleich als nächste Quest hier. Die Späne sammeln, weil im Prinzip, ich kann sie ja schon sammeln. Nur ich hätte noch nicht die Quest dafür. Apropos sammeln, mein Inventar ist schon wieder mal gesteckt voll, dass es gar nicht Ärger geht. Aber das nächste Upgrade, wie viel kostet denn das nächste? Das 100er habe ich mir ja schon gekauft eigentlich. Für 100 Gold, oder? Ich glaube schon. Bam! Ich glaube, das nächste war schon 1000 Gold. Das kann ja noch... Ja, heißt, es kann sich nur noch um Monate handeln. Um Monate, Jahre oder Dekaden. Aber nicht mehr so lange. Da stehen schon wieder so viele Erkundungssonden herum. Das hat sicher auch wieder irgendeine Quest zur Folge. Aber ich hoffe, dass ich jetzt bald diese Schamanenspäne bekomme. Los, los, los für die Gruppe. Ich kann sie nicht hängen lassen. Die Gruppe braucht mich. Schillingine ist jung und brauchte das Geld. Eine noch. Letzter, komm. Wirst du es sein? Gibst du mir das letzte Item? Nein, er gibt es mir nicht. Er zeigt mir seine Stinkefingerpfote. Komm jetzt aber du. Du bist der Auserwählte. Jawohl, er war der Auserwählte. So, Drakan, schnell abgeben. Meine letzte... Oh! Hey, 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 hey. Wieso... Das check ich doch nicht. Wieso ist jetzt hier schon wieder eine Quest da, die vorher nicht da war? Mann, Mann, Mann. Was ich aber ein bisschen verwirrend finde, wieso sehe ich die Leute, obwohl ich in einem anderen Channel bin? Das finde ich nicht so logisch. Weil rein theoretisch ist er ja jetzt gar nicht da, dieser blaue Punkt. Auf der Karte. Doch, oh, er ist da. Knallt die, aber die anderen nicht. Die anderen sind im anderen Channel, oder? Egal, gehen wir mal ab jetzt hier, komm. Bitte Schamanenspäne, bitte Schamanenspäne, bitte Schamanenspäne, bitte Schamanenspäne. Ja, 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 ich habe die Kämme dabei. Bye, 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 bye. Kannibalische Bandersnatchers töten. Ah, jetzt brauche ich die kannibalischen. Was noch, was noch, was noch? Was war das jetzt für eine... Ah, die Artefaktstücke. Wo waren jetzt das Rufzeichen? Ah, hier unten. Forscherin für uralten Schiefer. Wirklich ein Element. Stein ohne Geister sammeln. Jage wandernde Felselemente. Oh, das ist schon wieder ganz woanders. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Da will ich nicht hin. Da will ich aber mal sowas von gar nicht hin. Aber wo ich hinwollen würde, ist zu einem Verkäufer. Das gibt's ja nicht. Das ist schon wieder so ein Lager, wo weit und breit nichts ist. Na, aber wirklich. Obwohl da drüben wäre was, da könnte ich einfach rüberfliegen. Ja, egal. Aber es ist noch nicht ganz voll, aber es quillt schon über. So, jetzt brauche ich die kannibalischen Snatches und zum Glück kein Random Drop, sondern da gibt es anscheinend von jedem. Wo sind die jetzt? Wo sind denn die jetzt? Ah, Mann. Und wo ist mein Egel schon wieder? Ich check's nicht. Der bleibt immer stehen am Anfang. Ich glaube, der mag mich nicht mehr. Jetzt komm, kommst du mit? Ja! Er tut was! Yes, Egel! Bam, hier im Chat geht's ab. Hat den Gegenstand Schamanenspan erhalten, Schamanenspan erhalten, Schamanen, 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 Schamanenspan erhalten. Boah, ich bekomme auch so viel Zeug. Ja, der Rückkehr schon wieder. Bam! Braucht kein Mensch, ganz ehrlich. So, ich hole mir da jetzt mal... Ja, das sind ja gar nicht so viele. Ich wollte gerade sagen, ich hole mir da jetzt mal 20 von denen zusammen. Und mach dann hier diesen hier. Du wurdest aus der Gruppe geworfen. Hey, wieso kann ich das nicht einsetzen? Oh mein Gott, sie haben mich aus der Gruppe geworfen. Nein, ich habe es befürchtet, aber... Ist schon okay so, ich habe mich nicht gemeldet. Aber ich finde es irgendwie unhöflich, die ganze Zeit während einem Let's Play zu schreiben. Das ist irgendwie so meine Einstellung, ich weiß nicht. Deshalb chatte ich bei einem Video nicht zu viel. Und dann glauben die Leute, oh mein Gott, der Schilling chattet nie. Der ist ja so unsozial und unkommunikativ. Ja, aber ich finde es irgendwie nicht so ganz knorke korrekt in Ordnung, wenn man während einem Let's Play hier die ganze Zeit chattet, weil...
Dann kann ich ein Let's Chat machen, wenn das irgendjemanden interessiert, aber so ist das irgendwie sinnfrei. 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 Die ganze Zeit die Klimperei auf der Tastatur, bla 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 bla. Nichts geht weiter, nichts geht weiter. Da muss ja was weitergehen. Da muss ja ein bisschen was weitergehen. Man kann nicht stehen bleiben. Yes, we can. Wir müssen was bewegen. Die Welt muss sich ändern. Wir dürfen nicht stehen bleiben. Wir gehen 2 Schritte vor und 5 Schritte zurück. Nein, 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 nein. Da muss was weitergehen. Wenn wir mal chatten, dann geht da nichts weiter. Wir müssen farmen, farmen, farmen. Ohne Ende, ohne Ende. So sieht's aus im Schneckenhaus. Kannibalischer Bandersnatch. Die letzten 2. Da sind wir dabei, da sind wir dabei. Gleich sind es nur noch 3. Beziehungsweise 1. Na. So. Egel, tschüss. Du warst sowieso wieder frech. Lass ich den hier meine Arbeit denn übernehmen. Okay, und ich hoffe jetzt wirklich, das kann es ja nicht sein. Ich hoffe, jetzt bekomme ich diese Schamanenspäne. Quest. Quest. Oh! Auch schon die nächsten Explosionssteine. Ja klar, weil die Gegner Level 50 sind. Die Stufe D-Steine, die fügen schon 12 extra Schaden zu. Holla die Waldfee. Das ist nicht schlecht. Auf jeden Angriff einfach mal so 12 Schadenspunkte nochmal drauf geklatscht. Lässt sich sehen, lässt sich sehen. So, jetzt komm. Hoffe ich. Hoffe ich, hoffe ich, hoffe ich. Hoffe ich, hoffe ich, hoffe ich, hoffe ich. Alter. Was geht? Nirgendwo. Hier wahrscheinlich der. Diese Schamanin müsste mir die Quest geben. Ah, die ist Level 48. Oh mein Gott. Wahrscheinlich müsste ich da Level 48 sein. Das kann es ja wohl nicht geben. Kann es das geben? Junge, kann es das geben? Das gibt es ja wirklich nicht. Okay, aber wenigstens hätte ich jetzt das Rätsel gelöst. Wo es denn das gibt? Ich muss Stein ohne Geister sammeln. Yo, 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 wandernde Felselemente, das sind diese hier. Ha, jetzt bin ich irgendwie traurig, dass ich die Schamanenspäne noch nicht bekomme. Dauert also noch ein bisschen. Du kannst das gar nicht benutzen, oh mein Gott, nein, du kannst es überhaupt nicht benutzen. Ich sage dir, du kannst es einfach nicht benutzen, kannst du das nicht verstehen? Ja, das heißt hier Schamanenspäne, da kann man auch noch 1, 2 Level hochleveln. Wenn man das denn möchte. Oh, der erinnert mich irgendwie an den Dunkelfels-Boss von den Ebenen von Ida, ganz am Anfang. Da kommen wieder Erinnerungen auf. Das waren noch Zeiten mit Level 20, wo man schon geglaubt hat, wow, ist der stark. Ist der Schütze aber stark. Und es wird immer stärker und immer härter und immer länger und immer bombiger und immer... Und immer und überall. Hey! Wieso lootet der denn nicht? Jetzt weiß ich, wieso er nicht lootet. Er lootet nicht, weil voll ist. Ist schon wieder voll. Ja, was kann aber ich dafür, wenn hier nirgendwo ein Händler in der Nähe ist? Das ist nicht so gut gemacht in diesem Lager. Das Lager ist ziemlich mager ausgestattet mit Händlern. Bam, was geht denn da ab? Sind das die richtigen? Erst 1 von 12. Sind mal wieder ganz seltene. So wie das aussieht. Ja, jetzt das zweite. Ziemlich, ziemlich selten. Ich werfe jetzt mal ganz einfach einen Blick hier in meine Erfolge. 215 Punkte habe ich. Da gibt es Kampf. Und zwar gibt es da Jagd normal, genau. Ich habe insgesamt jetzt bei diesem vorletzten Erfolg 8280 Mobs gejagt. Danach bekomme ich kritische Rate erhöht als Titel. Okay. Und danach 20.000 Mobs. Also da sind schon einige Gegner umgefallen. Durch die Macht der Schillingine. Da habe ich schon einiges weggeklatscht. Ah, jetzt sind auf einmal viele da. Wer schwebt denn da vorbei an seinem Drakan? Es ist echt heftig. Lauter neue Namen lese ich hier, die aber alle den Drakan haben. Am Anfang habe ich niemanden gesehen. Der war so selten irgendwie. Kein Mensch hatte den. Und jetzt cruist schon jeder auf dem herum. Durch diese Kapseln. Aber ist auch cool. Mechanische Begleiter, da habe ich auch so in der Gerüchteküche im Forum ein bisschen was gelesen. Die soll es natürlich geben. Momentan gibt es die nur bei den Quests. So zum Beispiel in der Zeideschlucht, dieses Wettrennen und so Sachen. Soll es aber später auch mal normal geben, denn es gibt, wer mal beim Gemischtwarenhändler vorbeischaut, habe ich auch schon entdeckt,
gibt es so ein, ich weiß gar nicht, wie das heißt, mechanische Ölung oder irgend sowas. Einfach so wie ein Tierfutter praktisch, nur für mechanische Begleiter, mechanische Fluchttiere. Und ich glaube kaum, dass solche Items schon im Spiel wären, wenn die Entwickler nicht planen, sowas mal zu implementieren. Also die wird es auf jeden Fall geben. Es sind ja auch auf diesen Logos und auf den ganzen Bildern, auf den Webseiten und so, solche coolen, so wie diese, das Motorrad von Batman, sowas. So zwei Räder, so richtig cool gangstermäßig. Sowas ist da überall abgebildet. Also die wird es sicher mal geben. Nehme ich ganz stark an. So, und jetzt will ich aber noch herausfinden, ob ich diese Schamanen-Quest wirklich so wie gedacht erst mit Level 48 bekomme, was ich irgendwie schade finde, weil eigentlich bin ich dann auch schon irgendwie ziemlich hoch. Oder ob ich die erst nach dieser Quest hier bekomme. Aber normal, jetzt mein Questlog ist komplett leer. Normal ist es immer so, bam, das quillt schon über vor Quests. Und ich wusste gar nicht, wo ich zuerst hingehen soll, zum Beispiel im Riesensteingebirge. Aber jetzt ist es überschaubar. Das finde ich auch gut so, dass man dann immer weiß, wohin des Weges. Dass man immer nur ein Ziel verfolgt. Der Weg ist ja das Ziel. Stein ohne Geist. Zwei Stück noch. So, Endspurt, meine Lieben. Es hat sich ausgehalkt. Diese grüne Farbe drauf auf euch und man könnte euch mit den Fantastischen Vier verwechseln. So. Oh, na, wieso? Ist egal. Jetzt hätte ich sogar schon alle, aber komm, der stirbt auch nochmal schnell. Und abgeben. Abgeben, abgeben, abgeben. Abgeben, abgeben, abgeben. Fragezeichen, wirklich ein Element. Na, jetzt sind wir aber gespannt. 32 Silber, bam, wie viel Gold habe ich jetzt? 179 ist schon wieder ein bisschen raufgegangen durch diese ganzen Quests. Einfach nur durch die Questbelohnungen. So, wirklich ein Element, jawohl, Bier vom Fass. Oh, ich krieg beides. Das Inventar ist voll. Das Inventar ist voll. Es ist so voll. Das gibt's hier gar nicht. So. So, jage Felselemente, um Stein voller Geister zu erhalten. Okay. Noch nicht. Naja, vielleicht dauert's noch. Vielleicht dann nach dieser Quest. Schauen wir noch.